die Idee ist wirklich, der Art Week eine Sichtbarkeit zu geben, eine, wie man jetzt sagt, Visibilität, und einfach, dass wir einfach zeigen, dass Wien eine unglaubliche, wirklich eine Kunststadt ist. Ja? Nicht nur eine Musikstadt, nicht nur, ich weiß nicht, eine Verwaltungsstadt, sondern es wirklich eine Kunststadt, die immer gewesen ist. Wir haben unglaubliche Institutionen in Wien, die wirklich die tollsten Museen und zwei Kunsthochschulen, Künstlervereinigungen von der Sezession angefangen, eine vitale Galerienszene und eben auch und vor allem, und davon lebt das alles, unglaublich viele Künstlerinnen, die hier arbeiten und immer gearbeitet haben. Und das sichtbar zu machen, ist ein bisschen die Idee gewesen vor 18 Jahren. Das ist sehr unglaublich, schon wie die Zeit vergangen ist. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir das irgendwie durchgehalten haben. Ja. Und deshalb geht auch ein ganz besonderer Dank an die Institutionen, die das von Anfang an mitgetragen haben und eigentlich wirklich immer mitgemacht haben. Und deshalb zum Beispiel auch die Agnes Huslein, die ganz am Anfang Chefin von Belvedere war und die von Anfang an das unterstützt hat. Und jetzt, weil es ist so, dass wir immer ein neues Mitglied einladen aufs Podium, und sie ist jetzt quasi als neues Mitglied hier. Danke. Durch die Horten Collection. Und auch wieder eine unheimliche Bereicherung der Stadt, eine ganz andere Facette und eine andere Art von Museum. Aber es ist wirklich wahnsinnig spannend, was hier passiert. Und ich glaube, wir haben da wirklich ein großes Glück. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ja, ist für mich auch eine besondere Freude, heute hier in Barmer zu sitzen. Vor 2 Jahren saß ich ganz allein, weil Lockdown, und wir haben eine Ausstellung gemacht in einem Haus, dank Jelitzka und Partner. Da durften wir gar kein Publikum einladen. Letztes Jahr haben wir alle gefroren in der Brigittenau, und heuer, nach einer kleinen Schrecksekunde, heute um 8 Uhr, wo der Strom im ganzen Bezirk ausfiel, haben wir, glaube ich, hier fast schon gemütliche Verhältnisse. Und kurzes Thema, Challenging Orders. Wir entwickeln das eigentlich immer im Team. Im Jänner setzen wir das meistens schon. Und ich glaube jetzt mit den ganzen Verwerfungen, die wir derzeit haben, von Russland, Ukraine bis Iran, ist dieses Thema immer virulenter geworden. Wir haben es eigentlich aufgezurrt, im Kunstbereich sozusagen, und haben da mehrere Ebenen, nämlich einerseits so wie in der Kunstgeschichte, in der Kunstwelt immer wieder etablierte Stile hinterfragt werden, abgelöst werden, Avantgarden sich ablösen, neue Ismen entstehen. Also das ist sozusagen ein Handlungsstrang. Ein zweiter, den wir uns anschauen, ist Institutionenkritik, also wie immer wieder Künstlerinnen, Künstler im Sinne auch von Protest Art, Protestkunst, angefangen Pablo Picasso mit dem Guernica bis zu den Guerilla Girls, die wir jetzt dann noch live haben werden und wo sie hier im Haus ihre berühmten Plakate sehen. Also auch das ist ein Handlungsstrang, und insgesamt wie Künstlerinnen und Künstler immer wieder quasi den Status quo, egal auf einer persönlichen, gesellschaftspolitischen oder künstlerischen Ebene, hinterfragen. Also das ist so quasi das Thema, das sich wie ein roter Faden ein bisschen durchs Gesamtprogramm zieht. Das Gesamtprogramm, da bin ich vielleicht mit den Eigenproduktionen ja hier im Haus, wir haben da besondere Verhältnisse. Es war ja von einem Einfamilienhaus, von einem Abbruch Industriehallen sozusagen, und jetzt ein altes Bürogebäude aus den 70er Jahren, wie wir im Sommer das erste Mal gesehen haben, nicht wirklich charmant. Aber es war für uns trotzdem wieder der Reiz, raus aus dem White Cube, hier eine besondere Bühne zu bieten für Künstlerinnen und Künstler. Und hier natürlich auch mit der Freude, wirklich mit dem Haus zu arbeiten. Auch man kann die Wände aufreißen, es wird alles zerstört. Noch im Dezember soll es losgehen. Also ja, White Cube vis-à-vis ein besonderes Environment hier zu schaffen. Das Thema natürlich zieht sich durch alle Arbeiten auf verschiedensten Ebenen durch. Was uns auch wichtig ist, generationenübergreifend zu arbeiten. Wir haben ganz, ganz jüngere Künstlerinnen dabei, aber dann auch wirklich etablierte, die für mich fast schon Ikonen sind. Ich kann mich erinnern, als junger Student in New York, Guerilla Girls waren für mich immer Heroes. Und hier sie zu haben, oder auch eine fast schon für mich historische Arbeit von Bibi Lotti Rist. Also auf der einen Seite wirklich ganz etablierte, aber dann auch wieder ganz junge, sehr internationale Positionen, aber dann auch wirklich hier mit der Szene arbeitend. Wir haben ungefähr 40 Künstlerinnen hier in dieser Ausstellung,
Und diesen Dialog auch und diese internationale Vernetzung herzustellen, war ein weiterer also Parameter dafür. Julia Hartmann wird das dann noch näher ausführen, die Ausstellung. Ich komme gleich zum nächsten. Die Ausstellung setzt sich fort dann auch in den Open Studio Days, nämlich beim Exhibition Parcours. Da haben wir heuer 7 Künstlerinnen und Künstler auswählen können. Wo kann ich wirklich total empfehlen, hier am Samstag, Sonntag, wir diese Ateliers aufmachen. Und für mich ist das eigentlich immer das Faszinierendste. Es ist immer wieder spannend, wo man vorher nicht weiß, was erwartet einen, dann wirklich ganz neue Welten zu entdecken. Und da ist Ra Ele, Guida Kuschko, Babis Ruder und weitere, die da auch mit einem sehr starken Vermittlungsprogramm Rede und Antwort stehen und wirklich Einblicke geben in diese wirklich persönliche Arbeit im Atelier. Also kann ich wirklich herzlich empfehlen. Das Line-Up setzt sich dann noch einmal fort bei insgesamt 50 Ateliers, die insgesamt offen sind. Wir hatten um die 160 Bewerbungen. Die Jury, da danke ich auch sehr herzlich unter anderem Klaus Speidel, aber auch Rita Vittorelli und Angela Stief, die da mit ausgewählt haben, haben insgesamt 50 Positionen ausgewählt. Also wir hatten manches Jahr schon einmal 100. Wir haben das aber sehr stark reduziert, wie wir insgesamt schauen jedes Jahr, eher auch wirklich zu fokussieren und zu reduzieren. Gelingt nicht ganz, dank des Engagements der vielen Programmpartner, nämlich 70 heuer an der Zahl. Also das war Open Studio Days. Was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass wir dann noch einmal am nächsten Freitag ein Line-Up haben, mit wirklich sehr, ich sage das immer, mit Beautiful Minds, die hier das Thema Challenging Orders aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, philosophisch, theologisch, Gender Theory, aber auch zum Beispiel zum Thema Art, Data and Technology, mit Manu Luksch zum Beispiel, die hier auch in der Ausstellung dabei ist, Jutta Scheibelberger, Thomas Fischbacher, also, aber auch dann wiederum Kate Taylor zum Beispiel aus Kiew, die sprechen wird, die hatte mich erst eingeladen vor einem guten Jahr nach Lemberg und ja, ein Jahr später ist das totale Desaster. Sie wird sprechen, was da die Rolle der Kunst ist und die Verantwortung. Gemeinsam mit Jenny Makitou, einer in New York lebenden Künstlerin, die oben auch eine fantastische Welt zeigen wird und auch dann sprechen wird. Für mich ist auch immer schön, wenn die Artweg für Eröffnungen genutzt wird und hier das Programm dann noch einmal dichter wird. Heuer haben wir insgesamt 14 Eröffnungen und das beginnt gleich heute im Anschluss die Sezession, die eröffnen wird, aber auch dann in einer Woche das MUMOG mit der Ausstellung Mixed Up. Also hier haben wir quasi zwei wirklich ganz wichtige Häuser für die Stadt, die im Rahmen der Wiener Artweg auch ihre Ausstellungen zeigen werden, aber es gibt auch die angewandte Bildraum, Q21, K48, also wirklich starke große Institutionen, aber auch die Off-Szene, Artists Run Spaces, die hier mitmachen, Kiesler Stiftung, IG Bildende Kunst und auch einige Galerien, wie zum Beispiel Hilge und Grinsinger. Galerien sind für uns auch ganz wichtige Programmpartner. Wir haben ja hier ein dichtes auch Vermittlungsprogramm wieder mit Führungen durch Karim, Krone, Grinsinger, Leier, Nächster Stefan, also eigentlich so wirklich die Top-Galerien der Stadt, die auch hier im Programm reflektiert werden und wo wir sehr dankbar sind auch für die Zusammenarbeit. Ja, zuerst mal willkommen im House of Challenging Orders. Bevor ich kurz was zur Ausstellung sage, möchte ich mich auch recht herzlich bei dir, Robert, bedanken für die Chance und auch bei Martin Böhm für die Vienna Art Week zu arbeiten und immer wieder in so spannenden Ausstellungsorten eine Ausstellung zu machen. Ich möchte mich auch kurz bei Vienna Art Week Projektteam bedanken, bei Juliane Furtner und Theresa Nickel, bei unseren Interns, Rosita Messner und Lena Schober und auch bei unserem tollen Aufbauteam, Rainer Feringer und Peter Heuss. Und natürlich auch bei allen Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellung, ohne die natürlich so eine Ausstellung nicht möglich wäre. So, aber jetzt kurz zur Ausstellung. Robert hat schon gesagt, Challenging Orders ist gerade sehr brandaktuelles Thema. Wie wir es festgezurrt haben, im Januar, Februar wussten wir noch nichts von Ukraine oder Iran. Und ich glaube, desto spannender ist jetzt auch, hier die Ausstellung zu machen. Und
Genau, und wir haben aber trotzdem einen Mix aus kunsthistorischen, sozialpolitischen, persönlichen, feministischen, ökologischen Perspektiven auf das Thema beleuchtet. Und auf der einen Seite haben die Künstlerinnen im Haus, also selbst im Aufruf zum Herausfordern, Umstürzen, Hinterfragen, Kritisieren und das Auflösen von Grenzen und dominanten Narrativen gefolgt, wie man in einigen Räumen sehen wird. Auf der anderen Seite findet man die künstlerische Dokumentation von zivilem Ungehorsam, radikalen Persönlichkeiten, Protestbewegungen, dekolonialen Praktiken, die Ablösung von Ismen und über Utopien. Die Guerilla Girls und die Gruppe The Yes Men sind dafür natürlich am weltweit bekanntesten. Ich freue mich daher sehr, dass wir sie in der Ausstellung zeigen können und vor allem natürlich, dass die Guerilla Girls die Ausstellung so toll unterstützt haben. Es war für Robert und mich sehr wichtig, diese starke feministische Position zu zeigen, da wir immer noch weit entfernt von einer gleichberechtigten Repräsentation in der Kunstwelt und darüber hinaus sind. The Yes Men haben vor 22 Jahren einen ihrer ersten großen disruptiven Stunts in Salzburg abgeliefert, den wir hier dokumentarisch zeigen. Auf die drei Stockwerke und im Stiegenhaus verteilt findet man weitere Arbeiten, die den Status quo auf unterschiedliche Weise hinterfragen. So also zum Beispiel Oliver Ressler, Jenny Marketuch und Manu Lucksch, die das Thema aus einer ökologischen Sicht betrachten. Oder die Gruppe Decolonizing in Vienna und die Künstlerinnen Zana Bilia Meyer und Christa Zoe D'Angelo, die den Status quo aus antirassistischer Praxis beleuchten. Ein paar der Künstlerinnen wie Stefan Reiterer, Roberta Lima, Anna Lerchbaumer, Ting Tsung Chen, Ernst Lima und die Arbeit City Group haben hier im Haus ein paar Tage mit uns verbracht und mit den räumlichen Gegebenheiten gespielt oder besser gesagt dagegen gearbeitet, wie man sehen wird. Es werden mit Blickkonventionen aufgerüttelt, wie von Christiane Peschek, Maria Schneider, Köken Ergun und Liesel Ponger, aber auch die eigene Geschichte aufgearbeitet, wie von Arnold Reintaler. Oder es werden Disruptors gezeigt, wie zum Beispiel von Shepard Fairey, Coco Fusco und Me Too Sen. Andere im Ausstellungshaus verbreitete In-Situ-Arbeiten ist zum Beispiel die Strickarbeit von Nadine Lemke, die haben Sie vielleicht schon gesehen, oder die auf den Wänden verteilten Einritzungen von Ritz Monet, eine Performance von Yoshinori Niwa, die heute Abend stattfinden wird, wo Refugees als Securities arbeiten und die Frage des Überwachens und Überwachtwerdens und so also Autorität und Sicherheit in Frage stellen. Mit einem ähnlichen Thema setzt sich Gerhard Straub auseinander mit seinem Whistleblower-Standl. Was mir am House of Challenging Orders sehr gefällt, ist, dass so viele unterschiedliche Materialien, Geräusche, Gerüche vorkommen. Machen Sie sich also auf ein wachsendes Bakterium gefasst, auf Austern, wildes Gras, Farbe, Stein, Wolle, Bass, Schreie, aber auch Meeresgeräusche. Es kann schnell passieren, dass in dieser Zeit ein Thema wie Challenging Orders zu einer Dystopien Gloom and Doom Ausstellung wird, aber ich glaube, wir haben es geschafft, einen guten Mix aus Ernsthaftigkeit und ästhetischer Vielfalt hier zu präsentieren. Danke.